Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Momentan, und das haben Sie sicher auch schon bemerkt, gibt es ganz unterschiedliche Angebote von ganz vielen Kirchengemeinden. Da gibt es eine lange, lange Liste von Online-Gottesdiensten oder wie bei uns genannt Sofa-Gottesdiensten. Es gibt Andachten, andere haben auch einen YouTube-Kanal, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Es gibt aber auch analoge Angebote, zum Beispiel Andachtshefte oder auch Kirchenboten. Es gibt Kirchen, in denen stehen Gebetswände, auf die kann man seine Anliegen schreiben. Und es gibt natürlich auch die telefonischen Angebote, dass man uns anrufen kann für ein Gespräch, wenn einem was auf dem Herzen liegt. So unterschiedlich wie die Angebote sind, so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse von uns Menschen. Jedem gefällt etwas anderes, bisschen besser oder ein bisschen weniger. Und das ist auch gut so. Jeder braucht etwas anderes. Und alles davon ist wichtig und richtig. Bei einem Lied, das wir dazu ausgesucht haben, das heißt Strahlen brechen viele aus einem Licht. Das erzählt davon, dass es ganz viele unterschiedliche Strahlen gibt, die aber aus, ja wie der Titel sagt, aus einem Licht kommen. Und bei den unterschiedlichen Angeboten, da ist einfach das wichtig, dass es alles aus der Kirche von Christus stammt. Christus ist derjenige, der uns eint. Er ist derjenige, bei dem das Licht am hellsten strahlt, die Quelle von dem, der alles, von dem alles ausgeht, so muss ich sagen. Und davon handelt das Lied. Strahlen brechen viele aus einem Licht, die Nummer 268 im evangelischen Gesangbuch. In diesem Sinne, seid behütet und gesegnet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.